Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Barcelona. Ja, heute geht's weiter im spanischen Pokal, also im Copa del Rey. Und wir schauen mal ganz kurz auf die Begegnungen, was uns denn heute so erwartet. Moment, da sehen wir gar nichts. Wir sehen nur hier bei den Begegnungen was. Und zwar ist es ja mit Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel gegen UK Murcia CF haben wir mit 4:1 gewonnen zu Hause. Und jetzt gibt es eben das Rückspiel in Murcia. Und dann, wenn wir das auch gut über die Bühne bringen, dann stehen wir im Achtelfinale. Und ja, es wird sehr spannend heute, weil es gibt ein paar Favoriten. Also Atletico Madrid, die haben sich im Hinspiel nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich bin gespannt, ob die vielleicht rausfliegen. Aber wir müssen uns jetzt erstmal auf uns konzentrieren und schauen, dass wir hier sicher weiterkommen. So, wir spielen heute im grünen Trikot. Und muss hier im Heimtrikot. Spieleinstellung, wir spielen natürlich abends. Sorry, falls meine Stimme jetzt so ein bisschen kaputt sein sollte, aber ich bin erst gerade frisch aufgestanden. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los und hoffen auf das Beste. Eigentlich sollte es ja heute keine große Aktion werden für uns, aber im Hinspiel taten wir uns ja auch schwer. Da haben wir zwar 1:0 geführt, dann haben wir den Ausgleich bekommen und erst dann haben wir die vielen Tore geschossen. Also Murcia darf man heute nicht unterschätzen. So, jetzt würde ich sagen, genug gequatscht, los geht's. Und damit herzlich willkommen hier zum Copa del Rey. Ja, da steht der Copa España dran, aber es ist in Wirklichkeit der Copa del Rey. Ja, Rückspiel zwischen dem FC Barcelona und Murcia CF steht heute also an. Der FC Barcelona hat eine sehr gute Ausgangsleiste. Sie haben mit 4:1 gewonnen, das Hinspiel, und deswegen sind sie eigentlich schon fast mit beiden Beinen hier im Achtelfinale. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja heute eine Riesensensation und der FC Barcelona fliegt raus. Ein 3:0 würde Murcia CF hier erreichen. Und hier sind wir auf jeden Fall Ivan Rakitic im Blickpunkt, der heute auch von Beginn an ran darf. Und ihr merkt es vielleicht echt gerade, meine Stimme, die kackt gerade voll ab. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also hier Ivan Rakitic, beide Teams begrüßen sie jetzt erstmal. Kilesen heute im Tor. Ja, es ist wieder Pokalzeit, das heißt Marc-André Ter Stegen darf auf der Bank Platz nehmen und Jasper Kilesen ist damit heute mal wieder im Tor. Wir sehen Lionel Messi, wir sehen Neymar, Paco Alcacer, Ivan Rakitic ist mit dabei, Andres Iniesta, Sergio Busquets. Also eigentlich fast die beste Aufstellung, was der FC Barcelona momentan zu bieten hat. Sie nehmen das Ganze nicht auf die leichte Schulter. Sie wollen das hier gut über die Bühne bringen und hier der Motivationskreis. Und jetzt würde ich sagen, genug gequatscht, jetzt geht's los. Anstoß geht's für den FC Barcelona, das Rückspiel im Copa del Rey im 32. Finale ist also jetzt angepfiffen. Und jetzt geht's los und wir freuen uns auf hoffentlich ein tolles Spiel und viele, viele Tore. So, das andere ist jetzt schon mal am Ball, weil er geht über den Rakitic. Rakitic versucht direkt weiterzulegen. So, Sergio Busquets, aber da kommt direkt der Ballverlust. Rakitic kämpft hier bitte um den Ball und holt ihn sich zurück. So, jetzt Andres Iniesta. Weiter geht's zu Lichtsteiner. Der sieht Lionel Messi. Messi zu Paco Alcacer. Da ist Sergio Busquets. Wieder zurück zu Paco Alcacer. Barcelona versucht hier sofort von Beginn an Druck aufzubauen. Da ist Lionel Messi. Sergio Busquets am Ball, da startet Paco Alcacer in die Mitte. Paco Alcacer liegt nochmal quer, da ist Messi. Lionel Messi, aber die kommen bis jetzt noch nicht durch. Murcia steht in diesen ersten Minuten sehr, sehr gut. Ivan Rakitic jetzt vielleicht mal mit der Chance, weiter geht's zu Lichtsteiner. Der sieht Messi. Der sieht Iniesta. Iniesta ist mal im 16er. Kann sich durchsetzen. Iniesta mit der Hereingabe, die ist gut, aber da ist leider keiner da. Aber Barcelona bleibt direkt am Ball. Weiter geht's, Ivan Rakitic. Rakitic mit dem Abschluss. Knappes Ding, erste gute Chance im Spiel, eine 10. Minute für den FC Barcelona, die sich hier direkt mal am 16er von Murcia UCAM festgesetzt haben. Und das war eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. Knapp drüber, bleibt erstmal beim 0:0, aber man merkt schon, der FC Barcelona will hier Tore schießen. Sie sind nicht hierher gekommen, um 0:0 zu spielen. So, Abschluss ausgegeben und Neymar, oh, super, aber da holt er sich dann doch nicht. Aber immerhin. Jetzt haben sie ihn und weiter geht's mal wieder über Iniesta. Das ist Paco Alcacer, schön gespielt. Da ist wieder Ivan Rakitic. Rakitic zu Paco Alcacer. Paco Alcacer zu Ivan Rakitic und da ist es 1:0. So. Hat leider nicht lange gedauert. 13 Minuten
Und hier führt der FC Barcelona. Ivan Rakitic hat das gut zusammengespielt mit Paco Alcácer. Stark gemacht. Der Torhüter ist zwar noch dran, so wie es aussieht, aber er kann diesen Gewaltschuss nicht abwehren. Der Ball ist im Tor. Der FC Barcelona führt mit 1:0. Und ja, war ja ein bisschen klar, muss man sagen. Früher oder später musste es passieren. Barcelona hat mit so viel Druck begonnen. Und deswegen war es früher oder später klar, Barca macht hier das Tor. Und jetzt machen sie es auch. Ivan Rakitic mit dem Tor im Copa del Rey. Und jetzt geht es weiter. Anstoß, dieser wurde ausgeführt vom Museum CF. Und dann Ivan Rakitic hart im Zweikampf. Das soll ein Foulspiel gewesen sein. Da wird er zurückgepfiffen, der Torschütze. Und hier nochmal sein Tor. Schuss. Der Torwart ist zwar dran, aber der ist klasse erwischt. Der ist mit viel Gewalt geschossen und deswegen führt es FC Barcelona mit 1:0. Ja, theoretisch kann es natürlich jetzt, wenn Murcia 4 Tore schießt, zu einer Verlängerung kommen, aber nur theoretisch. Hier hatten sie eine gute Chance. Kilesen muss zur Stelle zugreifen. Ball wäre wahrscheinlich nicht reingegangen, aber Kilesen geht auf Nummer sicher. Eckball gibt's für den Gastgeber. So, Mila. Da geht es zu Tito. Und jetzt Nono am Ball. Musier sucht die Lücke, aber sie bewegen sich immer weiter weg vom 16er, vom FC Barcelona. Jetzt haben wir wieder die Chance. Außen ist Mila. Da ist Lichtstein dabei. Mal schauen, ob er den Ball erobern kann. Jetzt kommt nur Iniesta mit dazu. Murcia, klar, die spielen in einer anderen Liga als der FC Barcelona. Da brauchen wir jetzt gar nicht groß drum rumreden. Aber trotzdem gibt es die Chance. Schöner Abschluss. Schön gemacht. Und dann fliegt der Ball endlich Richtung Tor. Geht zwar knapp drüber, aber trotzdem immerhin nur ein Torabschluss. Und der war gar nicht mal so schlecht. Wenn er ein bisschen tiefer kommt, dann muss sich Kilesna schon richtig lang machen, dass er an diesen Ball rankommt. So, aber Ball ging drüber. Abschluss gibt es für den FC Barcelona. 20 Minuten gespielt. Und um Titi ist am Ball. Weiter geht's zu Neymar. Doch, der Pass ist nix. Barcelona versucht sich natürlich sofort den verloren gegangenen Ball zurückzuholen. Und da ist Ding mit dem Ballgewinn. Langer Ball zu Neymar. Und der hat natürlich Kraft und Geschwindigkeit. So, die Schulter. Neymar im Setzer. Neymar mit der Flanke wird abgefangen. Und gibt Eckball. So, Eckball. Da müssen wir mal schauen, wo wir den hinbringen. Lionel Messi bringt die Ecke gut rein. Da kommen sie angestürmt, aber irgendwie war da keiner dann parat. So, Iniesta holt sie aber den Ball nochmal. Weiter geht's zu Paco Alcácer. Der sieht Ivan Rakitic. Neymar startet durch. Rakitic bringt aber den Ball nicht durch. Und dann, oh, und dann Paco Alcácer. Das hätte er nicht unbedingt machen müssen. Das wird wahrscheinlich die gelbe Karte geben. Hat das Einstein gegen den Gegenspieler, der Schiedsrichter, ermahnt ihn noch? Nein, er zieht ihm direkt die gelbe Karte. 26. Minute, Paco Alcácer, unnötige gelbe Karte hier kassiert. Ja, da haut er ihn natürlich absolut von den Beinen. Das ist keine Frei, das ist gelb, aber ein bisschen unnötig, dass er das so reingeht. Kann vielleicht im späteren Verlauf des Turniers nur interessant werden, wenn man vielleicht noch eine gelbe Karte kassiert und dann vielleicht mal gesperrt ist. Und dann wäre es natürlich schade um Paco Alcácer. So, erstmal Ballgewinn wieder beim FC Barcelona. Da ist Neymar, der sucht drüben Messi, der bis jetzt in den letzten Minuten ziemlich rausfällt. Klar, der FC Barcelona führt mit 1:0. Die werden jetzt hier nicht auf alles oder nichts nach vorne stürmen, weil sie wollen natürlich Kräfte schonen. Das wird nur eine lange Saison. So, jetzt Neymar. Legt rein in die Mitte, da ist Iniesta. Iniesta, ah, verliert den Ball. Ja klar, Barcelona dominiert zwar heute das Spiel bis jetzt eigentlich ganz gut. Hier gibt es jetzt wieder den Angriff von Murcia um Titi gegen Nono. Nono wird aber erstmal abgefangen. Dann der Nachschuss geht weit, weit drüber. Abschluss gibt es für den FC Barcelona. Natalio. Der was hier den Ball versucht aufs Tor zu bringen, aber künstlerisch hochachtungsvoll. So, Gerard Piqué. Weiter geht zu Lichtsteiner und sofort kommt natürlich der FC Barcelona wieder nach vorne. Ja, im Prinzip ist das so ähnlich wie das Hinspiel. Der FC Barcelona ist ja im Hinspiel mit 1:0 in Führung gegangen. Hat dann das Spiel so hinplätschern lassen vor sich. Und dann haben sie eine Ausgleich kassiert und dann haben sie nur 3 Tore geschossen. So, Ivan Rakitic ist. Rakitic, weiter geht's zu Lionel Messi.
Messi, weiter geht's zu Paco Alcacer. Paco Alcacer in die Mitte gespielt. Das ist ein bisschen zu verspielt. Jetzt kommt Sergio Busquets von hinten mit dem Schuss. Aber der wird abgefangen. Und dann Foulspiel. Dann holen sie den Torhüter von den Beinen. Andres Iniesta. Freistoß gibt's zu Recht natürlich für Murcia. So, kurz ausgeführt. Was ist denn das für eine Taktik? Ribas holt sich dann den Ball sicher. Und da ist Alvarez. Tequio am Ball. Wieder zurück zu Alvarez. Und da ist Juan de. 40 Minuten gespielt. Die erste Halbzeit neigt sich langsam dem Ende. Es ist heute wirklich mal wieder kein hochklassiges Spiel. Barcelona macht so viel, wie sie müssen. Sie haben das 1-0 erzielt. Das reicht ihnen auch bis jetzt. Voll und ganz. So, da ist Iniesta. Weiter geht's zu Neymar. So, anderes Iniesta. Vorne startet Paco Alcacer. Jetzt ist er Paco Alcacer. Jetzt gibt's mal die Chance. Paco Alcacer sucht Messi. Der in den 16er reingelaufen ist, aber den Ball nicht bekommt. Ball ist im Aus. Und es gibt Einwurf für den FC Barcelona nochmal. Jawohl. 44. Minute läuft und Barca jetzt also nochmal mit der Chance. So, da ist Messi. Jetzt weiter geht's zu Ding. Da ist Iniesta und dann ist der Ball weg. Ja, ganz ehrlich, das ist im Prinzip ein Spiel, das muss man halt spielen, aber es geht ja im Prinzip, ja klar, es geht schon um viel, aber es ist ja eigentlich schon alles entschieden. So, jetzt sind wir der weite Schlag nach draußen. Und nochmal gibt es einen für den FC Barcelona. So, Neymar. Weiter geht's zu Paco Alcacer. Zurück zu Sergio Busquets. Ivan Rakitic, Lichtsteiner. Jetzt kommt sogar die Außenverteidiger schon mit vorne. So, Lichtsteiner mit der Chance und erst das 2-0. So, da passiert es also noch 9 in der ersten Halbzeit. Lichtsteiner, der Rechtsverteidiger, geht jetzt auch mal mit nach vorne. Dann ist er zur Stelle, geht durch und macht hier das Tor. Ja, klasse gemacht. Wenn man hinten nichts zu verteidigen hat, dann gehen eben auch die Außenverteidiger des Öfteren mal mit nach vorne und schießen auch mal ein Tor. 2-0 für den FC Barcelona. Spätestens jetzt ist alles klar, weil jetzt bräuchte Murcia CF 6 Tore und beim besten Willen, das ist das gar nicht machbar. Stefan Lichtsteiner mit seinem Tor für den FC Barcelona müsste sein erstes Pflichtspieltor sein. So, jetzt ist auf jeden Fall die erste Halbzeit vorbei. Murcia CF sehr, sehr verhalten. Der FC Barcelona zeigt jetzt aber auch nicht die größte Leistung, weil sie spielen ihr Pflichtprogramm runter. Führen mit 2-0 und das reicht den Katalanen natürlich aktuell absolut. Ivan Rakitic und Stefan Lichtsteiner, die Torschützen. Und somit steht zur Halbzeitpause 2-0 und wir gehen direkt weiter. Wir werden natürlich auf die anderen Spiele schauen. Das ist, glaube ich, heute das Spannendste. Was machen die anderen Teams? Was macht Real Madrid? Was macht Atletico Madrid? Und gegen wen müssen wir denn dann im Achtelfinale beim nächsten Mal? So, ich würde sagen, wechseln wir aus. Ich glaube, ich wechsle direkt mal ein bisschen aus. Arda Turan ist nur ziemlich frisch. Den bringen wir dann auch direkt ins Spiel rein. Für, ich glaube, für Neymar. Also, Arda Turan kommt. Neymar darf draußen bleiben. Bei so einem Spiel kann man ihn auch ein bisschen schonen. So, weiter geht's. Die zweite Halbzeit läuft. Anschluss gibt's für Murcia CF. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was passiert in der zweiten Halbzeit. Schlafen die Zuschauer ein oder macht hier vielleicht Barcelona noch ein bisschen Tempo und um ein paar Tore zu erzielen? Aber das kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Die sind ja sowas von sicher in der nächsten Runde. Und sie wollen sich jetzt natürlich nicht unnötig die Kraft aus den Knochen saugen. So, da ist Iniesta. Ab geht's da vorne zu Arda Turan. Da ist Paco Alcacer. Barcelona kommt direkt zu Beginn der Halbzeit. Da ist Lionel Messi. Messi. Oh, Messi wird da ein bisschen abgedrängt. Ja, dass sie das anders erhofft. Und jetzt Murcia CF auf dem Weg davon über Nono, um Titi zur Stelle. Einwurf gibt's für die Heimmannschaft. So, da ist wieder Nono. Da ist Natalio. Nono und sie probieren. Sie sind im 16er und es gibt den Torabschluss. Immerhin 52. Minute, ein Lebenszeichen von Murcia. Da steht die Abwehr nicht gut beim FC Barcelona. Dann hat er genug Platz, um den Ball aufs Tor zu bringen. Aber Jasper Kilesen. Stark pariert. Es bleibt beim 2-0. Aber es gibt zumindest Eckball.
für Murcia. So, der kommt von Mila. Kurze Variante. Und dann holen ihn sich Iniesta, aber Ball ist im Aus. Einwurf gibt es für den Gastgeber. So, Mila mit dem Pass in die Mitte. Erstmal wieder zurückgepasst. Sie suchen natürlich irgendwie die Möglichkeit, hier durchzukommen. Aber gegen den FC Barcelona ist es jetzt nicht unbedingt einfach. So, jetzt trotzdem mal im 16er um Titi fälscht den Ball hier ab. Und dann hauen sie den Ball erstmal raus. In der Hoffnung, dass Paco Alcacer da vorne rankommt, aber der kommt da nicht ran. Man muss ja auch ein bisschen im Zweikampf zurücknehmen, der hat schon gelb gesehen. So, jetzt mal wieder die Reingabe, da sind sie nicht ganz einig, wer da hingehen soll. Aber jetzt will Barcelona nochmal schnell umschalten. Ivan Rakitic ist mit dabei, Rakitic schön gespielt, oben geht Arda Turan. Arda Turan spielt nochmal in die Mitte rein und dann ist der Ball auch schon wieder weg. Ja gut. Es ist ja jetzt ein Spiel, das was so vor sich hin plätschert. Wir führen 2-0, das reicht mir voll und ganz. Ich muss jetzt hier nicht 8-0 gewinnen. Aber mal schauen, ob wir vielleicht nur das 3-0 schießen. So, Lionel Messi am Ball. Ja, da geht's für Lichtsteiner, Messi, Lichtsteiner. Das hat jetzt mittlerweile schon Trainingsspielcharakter beim FC Barcelona. Wobei Murcia in der zweiten Halbzeit besser wird. Vielleicht weil der FC Barcelona ein bisschen nachlässiger wird, aber jetzt kommt Natalio. Einmal quer gespielt, aber sofort sind die Verteidiger wieder dazwischen. Und es geht weiter über Andres Iniesta. Da ist Ivan Rakitic. So, Rakitic mit Tempo nach vorne. Ivan Rakitic, Rakitic, Messi. Lionel Messi, Messi, Messi nicht angegriffen. Lionel Messi bringt ihn nicht rein, war abgefälscht. Und dann der Nachschuss von Arda Turan. Eher mehr als Pass gedacht, aber da war leider keiner da zum Einschieben. So, Sergio Busquets mit dem Ballverlust, Mila zur Stelle und wir wechseln jetzt mal aus. Ey, das ist halt so ein langweiliges Spiel, ganz ehrlich. Solche Spiele, die sind halt so mega unnötig, finde ich. Und das Gute ist, dass es hoffentlich die kleinen Vereine dann rausfliegen und wir dann die Großen beim nächsten Mal abbekommen. Zumindest welche, die was in der gleichen Liga spielen mit uns, weil dann wird es wenigstens mal spannend, aber so. Ganz ehrlich, wir haben das mega mäßig im Griff. Und weiter geht's Natalio. Also Murcia probiert es jetzt zumindest hier noch ein Tor zu schießen, aber ob das gelingen mag, mag noch nicht so recht daran glauben. So, Mila am Ball. Mila, also wenn was geht in der zweiten Halbzeit, dann ist es echt über die rechte Seite über Mila, weil über links, da geht ja gar nichts. So, und jetzt schnell Spiel bei FC Barcelona. So, Rafinha. Rafinha will es selber machen, geht auch selber durch, hat die Chance. So, Rafinha. Und dann ist er ein bisschen zu weit nach vorne gekommen, der Ball. Und es gibt... Elfmeter? Jo, Elfmeter! Es gibt Elfmeter für den FC Barcelona und Rot. Was war denn da los? Ich hab's gar nicht gecheckt. Hugo Alvarez fliegt vom Platz. Wir schauen uns nochmal das Ganze in der Wiederholung an. Okay, er geht von hinten rein gegen Rafinha. Das ist Rot. So, wer darf denn den jetzt malen? Suarez oder Messi? Ich glaube, ich lasse mal Messi schießen. Also, Lionel Messi beim Elfmeter. So, Messi gegen Ribas und er trifft den Pfosten. Ach, komm schon, Lionel Messi leider nur an dem Pfosten. Vergibt das 3-0. Und Einwurf gibt's für die Heimmannschaft. Ah, Mann, das hätte jetzt so schön sein können, dieses 3-0. Nein, muss an den Pfosten gehen. Mora. Und dann Lichtsteiner mit einem kleinen Fehler. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance, wirklich mal zu dem Treffer. Die Hereingabe kommt um Titis aber zur Stelle. Und Pfosten! Immerhin! Murcia lebt! Murcia lebt komplett jetzt auf. Und nochmal die Hereingabe und wieder Kilesen. Also der hält alles, was er kann bis jetzt. Murcia CF wird gerade richtig stark, aber Kilesen im Tor kann bis jetzt nur alles halten. So, weiter geht's. Eckball für Murcia. Kommt direkt rein, kommt auch an. Abschluss kommt, aber das ist zu einfach. So, und jetzt soll es natürlich schnell gehen. Und wartet wieder Lionel Messi. Der verliert allerdings den Ball. Ja, 78. Minute läuft. Der FC Barcelona ist mit den Gedanken wahrscheinlich schon beim nächsten Spiel. Aber jetzt hier, oh, Rapiqué mit dem Fehler. Und jetzt wird es dann nochmal spannend. Schafft hier Murcia noch den Anschlusstreffer oder bleibt das hier beim 2-0? Weil bis jetzt sieht das so aus, als fällt hier dann gleich das 2-1. So, da ist Natalio. Gedoppelt, aber der Pass kommt dann durch. Uiui, das war gefährlich. Im Gegentor müsste es eigentlich nicht mehr sein, wenn wir ehrlich sind. So, Ivan Rakitic. Vorne startet Luis Suarez, bekommt den Ball.
und wird dann von den Beinen geholt. Und nein, der bleibt. Oh Gott. Ihr habt zuerst gesagt, der bleibt hier angeschlagen liegen, aber zum Glück ist er sofort wieder aufgestanden. Das wäre natürlich bitter, in so einem unnötigen Spiel dann noch Luis Suarez zu verlieren. Oder irgendeinen wichtigen Spieler. So, 7 Minuten noch, dann ist die Qual endlich vorbei. Dann ist es endlich geschafft. Barcelona holt sich nochmal den Ball. Sergio Busquets, Gerard Piqué und ab geht's nach vorne über Rafinha. So, da ist Lionel Messi. Messi nochmal auf dem Weg nach vorne mit Tempo. Will jetzt vielleicht doch noch sein Tor schießen, aber da kommt er nicht vorbei. Und das sollte jetzt dann auch langsam gewesen sein. 4 Minuten noch. Tequio am Ball. Ivan Rakitic. Nochmal Luis Suarez. Suarez nochmal mit dem Auge für Lionel Messi. Oh, ist der Pass schwach. Der Pass war schwach. So, Abwurf nach vorne ausgeführt. Und jeder Szene im Apfel vorbei, egal wo, egal wer. Und vor allem der FC Barcelona. Und Barca mit dem nächsten Ball gewinnt. Vielleicht ja doch noch die Torchance. Das war Luis Suarez mit dem Ball zu Sergio Busquets. Oh, der ist ein bisschen weit, aber Sergio Busquets bekommt den Ball mit ein bisschen Glück. So, da ist mit Arda Turan. Arda Turan und mit dem Abschluss. Immerhin. Immerhin. Der Abschluss kommt noch zustande. Und jetzt. Nochmal Eckball hier in der Schlussphase für den FC Barcelona. Ivan Rakitic bringt ihn nochmal hoch rein. Messi, kriegt er den noch? Ja, den kriegt er noch. Legt nochmal zurück zu Umtiti. Der legt zurück zu Rafinha. Rafinha aus der Distanz nochmal. Wieder abgefangen. Und das war's. Na Gott sei Dank, es ist vorbei. So, Achtelfinale ist gebucht. Der FC Barcelona souverän. Das Spiel, das war heute kein Highlight. Also ganz ehrlich. Das war heute kein Highlight, egal. Pflicht ist erfüllt, zwei Pflichtspiele gibt es eben auch. Der FC Barcelona schlägt Murcia CF mit 2:0. Lichtsteiner und Ivan Rakitic die Torschützen. Und ja, zum Schluss war das alles andere als ein gutes Spiel vom FC Barcelona. Aber man nimmt es hin, man hakt es ab und man geht in die nächste Runde. Und klar, man wollte heute ein bisschen die Kräfte sparen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Spielbilanz. Oder Statistik besser gesagt. Ja, Murcia hatte gut Torchancen zum Schluss noch. Aber, mei, Kielessen hat er gut gehalten. Das war das Problem. So, bester Spieler heute. Ivan Rakitic mit einer 9,5. Lichtsteiner hat eine 8,8. Auch stark. Und jetzt gehen wir weiter. Und schauen wir, was die Gegner so machen. Was macht Atletico Madrid? Was macht Real Madrid? Gegen wen geht es im Achtelfinale? Das sehen wir jetzt dann gleich. Und wir haben 2 Nachrichten. Okay, einmal. Oh, unsere Jugendmannschaft ist wieder mit dabei. Stimmt, da muss ich mal einen raussuchen. Ich glaube, diesen Felipe Silveira, den werde ich ein bisschen trainieren. Weil der sieht echt nicht schlecht aus. Und Mona, die Scouting-Update. Mal schauen, was es Neues gibt. Den können wir ablehnen. Den fügen wir mal hinzu. Wobei, ja, den nehmen wir mal einfach mal mit. Den nehmen wir auch mal mit. Die 2 können wir ablehnen. Ja, ich muss eben immer ein bisschen aussortieren. So, den Rest lassen wir uns noch weiter beobachten. Mal schauen, ob sie da noch großartig was tut. Gut, erstmal die Dinger löschen. Stimmt, wir haben nur das Angebot von Argentinien. Das frage ich einfach beim nächsten Mal. Gut, soweit dazu. Beim nächsten Mal ist Champions League angesagt. Na, da freuen wir uns auch drauf. Aber jetzt wollen wir erstmal die Begegnungen im Copa del Rey anschauen. Und das sieht sich folgendermaßen aus. Also, oh Gott, jetzt muss ich mal mit Hin- und Rückspiel schauen. Wir schauen uns so die Großen an. Atletico Madrid gewinnt 2:1. Hinspiel war 1:1. Damit ist Atletico weiter. Real Madrid verliert 1:0. Hinspiel ging aus mit, ich glaube, 4:0 oder so. Ich bin gerade auf der Suche. Ja, 4:0, genau. Und der Rest, gut, jetzt sind wir jetzt bei der Auslosung. Ganz ehrlich, wir schauen uns jetzt direkt die Auslosung an fürs Achtelfinale. So, wen haben wir denn bekommen? Also, Auslosung fürs Achtelfinale steht und wir kriegen Deportivo La Coruña. Na, da freue ich mich da drauf. Ja, eigentlich sind alle Großen mit dabei. Wir sehen den FC Sevilla, wir sehen den FC Valencia, wir sehen Atletico Madrid, die gegen Celta Vigo ran müssen. Ne, gegen Sporting Gijón. Und wir sehen Real Madrid, die gegen Deportivo Alaves ran müssen. Also gegen Deportivo La Coruña, das wird auf jeden Fall ein bisschen spannender als das, was wir gerade erlebt haben. Und ja, aber das sehen wir dann erst die nächsten Male. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal ist Champions League angesagt. Wir können ja mal jetzt ganz kurz vorsimulieren.
haben eine Pressekonferenz. Da werden wir unser Team erstmal loben. War zwar keine glorreiche Vorstellung, aber war nicht schlecht. So, ich mache dann nur ganz kurz Training und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Training wäre auch schon wieder vorbei. Ja, lief mal wieder ganz ordentlich. Ich denke mal, Dennis Suarez wird bei den nächsten Male dann das nächste Level erreichen. Und zwar die 85. Aber, mein Gott, bis dahin ist es noch ein bisschen. So, jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs nächste Mal, denn da ist Champions League gegen Celtic Glasgow. Und so hart wie es klingt, aber es ist auch wieder ein Spiel im Prinzip, wo alles schon entschieden ist. Ich weiß nicht, wie wir das über die Bühne bringen. Hier die Tabelle, wir haben bis jetzt alles gewonnen, wir stehen als Gruppenerster sicher im Achtelfinale. Vielleicht werden wir ein bisschen schonen, weil es stehen jetzt wichtige Ligaspiele an, vor allem gegen Real Madrid dann demnächst. Naja, mal schauen. Also, ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Sorry, dass es kein spannendes Spiel war, aber es ging halt einfach nicht irgendwie, weil die halt unser Pflichtprogramm abgespielt haben. Und jetzt würde ich sagen, genug für heute, macht's gut, bis morgen, bis zum nächsten Mal. Ciao.